So, willkommen zum Mittagsvortrag. Das ist ja immer so eine kleine Zeitbrücke zwischen dem Rest des Tagungsprogramms und dem Anfang der Mitgliederversammlung. Wir haben immer mal wieder schon darüber nachgedacht, was macht man an dieser Stelle? Macht man überhaupt was? Man könnte auch die Mitgliederversammlung eine Stunde vorziehen. Vielleicht machen wir das auch mal. Wir haben auf jeden Fall noch einen Nachtrag zu bringen zu Robert Geier, den wir ja gestern zweimal schon kurz angeschnitten haben. Und es war so die Idee da, so ein biografisches Gesamtbild zu zeichnen oder das zu versuchen, ähnlich wie wir das gestern bei Bernhard Wiesel gesehen haben. Ich hatte diesen Auszug aus der Gemeindechronik Dresden gezeigt, der auf der Webseite dargestellt ist. Und da war die Rede von Priester Bernhard Wiesel aus Leipzig, Priester Robert Geier und Glaubensbruder Kutschke. Zum Zweiten, zu Robert Geier, habe ich jetzt ein bisschen was zusammengetragen. Viele von euch werden auch schon ganz viel von ihm gehört haben oder wissen. Und das, was ich zeige, ist eigentlich gar nicht neu. Es versucht sozusagen nur über diese Persönlichkeit so einen Gesamtabriss zu geben, zu erklären, wer er war, welche Hintergründe er hatte und wo er am Ende dann landet. Wer war das? Robert Hermann Geier, das Foto ist aus den 20er Jahren. Geboren 1874 in Weida, verstorben 1957 in Camburg, in der Nähe von Jena. Der zweite Gründervater der Dresdner Apostolischen Gemeinde und, wie wir sehr sicher vermuten können, der erste örtlich zuständige Priester von 1895 bis 1897. Eine recht farbenfrohe Gestalt im Umfeld der Apostolischen Gemeinschaft und nicht verwandt mit dem Propheten Heinrich Geier aus der Hamburger Gemeinde. Das wird gelegentlich noch gefragt. Robert Geier entstammte bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater war Landwirt in Weida in Thüringen. Zwei seiner vier Geschwister starben früh. Robert konnte tatsächlich verschiedene Schulen besuchen und machte dann 1895 sein Abiturientenexamen in Greiz. Doppelte Jahreszahl, bitte ich zu entschuldigen, ist ein Fehler. Ähnlich wie bei Bernhard Wiesel gestern gibt es auch bei Robert Geier Erzählungen, wie er zum apostolischen Glauben kam. In diesem Fall hat er das selbst aufgeschrieben und der Lebenslauf ist dokumentiert im Buch von Dr. Schröter. In Greiz trat eine große Wendung meines Lebens ein. Es war von Jugend auf mein eifrigster Wunsch gewesen, ein wahrer Diener Gottes zu werden. Im Jahre 1894 lernte ich jedoch in Greiz die Neuapostolische Gemeinde kennen. Das schreibt er selbst so. Es hieß natürlich noch nicht Neuapostolische Gemeinde, aber war es dann doch schon irgendwie so. Also die Apostolische Gemeinde in Greiz 1894. Ich konnte sofort, schreibt Robert Geier weiter, an die Wiederaufrichtung des Apostolats und aller anderen ursprünglichen Ämter Jesu Christi und an das Wiedererwachen der geistlichen Gaben glauben und schloss mich der Gemeinde an. Fast zeitgleich mit Bernhard Wiesel in der gleichen Gemeinde. Am ersten heiligen Pfingsttag, so schreibt er, empfing ich mit über 500 anderen Gläubigen durch den Apostel Krebs die heilige Versiegelung. Vier Wochen später wurde ich in das Unterdiakonenamt eingesetzt, Ostern 1895 ins Diakon. Er hat also auch einen gewissen schnellen Aufstieg zu verzeichnen, wie viele in der Zeit. Das war ja gar nicht ungewöhnlich. War ja bei Brückner aus. War bei Brückner aus. Zum Michaelistag, also Ende September 1895, begann Robert Geier ein Studium der Tiermedizin hier in Dresden. Am 7. November reiste der Apostel Krebs nach Leipzig, wo abends Gottesdienst stattfand und 44 Glieder durch die Versiegelung der Gemeinde einverleibt wurden und wo ein Bruder zum Priester für Dresden ordiniert wurde. Das ist wohl die einzige indirekte Erwähnung von Robert Geier in neuapostolischen Schriften. Ein Priester für Dresden. Das wird sehr sicher er gewesen sein. Februar 1896 wurden nach Schröter bereits 27 Personen in Dresden versiegelt. Die Gemeinde wuchs dann aber auch recht schnell. Im gleichen Monat suchte Robert Geier brieflichen Kontakt mit der katholisch-apostolischen Gemeinde Dresden, mit dem Engel Hildebrand, erfuhr aber deutliche Ablehnung. Das ist auch bei Schröter dokumentiert. Der Engel Hildebrand gebrauchte ein recht drastisches Bild, so nach dem Motto, wenn einem mehrere Häuser gehören und eins werde einem gestohlen, dann ist eine Verständigung zwischen dem Dieb und dem ursprünglichen Eigentümer nicht möglich. Also solcher Bildsprache wird da gebraucht und jedenfalls deutlich gemacht, obwohl der letzte Apostel noch lebte, ist es nicht vorstellbar, dass sich die neueren Apostolischen und die alten irgendwie einigen oder zusammenfinden. Im Jahr darauf brach Robert Geier sein Studium wieder ab, da er Vivisektionen und andere Tierquälereien nicht mit ansehen konnte. Also das, was man eben üblicherweise mit verstorbenen Tieren machen muss. Robert Geier schreibt weiter,
Als ich zu Ostern, wahrscheinlich 1896, wegen Aufgabe meines Studiums wieder fort wollte, wurde es mir sehr schwer, die Gemeinde Dresden zu verlassen. Der Apostel Krebs ordnete an, dass ich in Dresden bleiben solle, er wolle für mich sorgen. Er tat dies insofern, als er unter den Gemeindemitgliedern eine Zeichnungsliste, also eine Liste regelmäßiger Spender für den Lebensunterhalt, herumgehen ließ, worin insgesamt 36 Mark monatlich gezeichnet wurden. Und das war genug, so schreibt er, denn es waren meist arme Leute. In den folgenden Monaten kam mir das weniger ein. Ich musste in der großen Stadt, wo das Leben so teuer ist, also ein recht kümmerliches Dasein führen. Man kann sich solche Zahlen im Internet inzwischen so ein bisschen vergleichen lassen und sieht, das Durchschnittsentgelt in dem Jahr betrug 728 Mark, also Goldmark pro Jahr. Robert Geier sollte also nach dieser Zeichnungsliste von der Gemeinde Dresden nur die Hälfte eines durchschnittlichen Gehalts bekommen und bekam dann in der Tat noch weniger. Also seine Schilderung ist nachvollziehbar. Er war durchaus arm. Was macht man, wenn man arm ist? Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Er hat gleich mehrere ergriffen. Er hat geheiratet und gründete ein Geschäft in Loschwitz. Die Begründung für seine Heirat, wenn man sie denn in seinen eigenen Worten liest, erstaunt ein bisschen. Er heiratete, da er ein solches Geschäft nicht ohne Frau führen konnte. Allgemein scheint Robert Geiers Verhältnis zu Frauen ein wenig merkwürdig gewesen zu sein. Zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man die eine oder andere Stelle aus seinen eigenen Worten liest. Er heiratete also Marie Anders aus Rietschen bei Görlitz im März 1897. Und das folgende Zitat ist halt dann wirklich auch so ein Knaller. Seine eigenen Worte. Vor der Verheiratung ließ ich dieselbe die Schneiderakademie in Dresden besuchen und das Putzfach erlernen. Mit der Verheiratung eröffnete ich ein Putz- und Bodenwarengeschäft. Ich habe das ganz vorsichtig kommentiert, dass eine Liebesheirat anders klingt. Das Putzfach repräsentiert den Teil der Modebranche, welcher sich mit der Herstellung von aller Art Hüten und Kopfbedeckung für Frauen und Kinder beschäftigt. Ich habe das auch nachgelesen, das scheint wohl ausgestorben zu sein. Wir haben ja Modeexperten bei uns. Jedenfalls war das so ein bisschen Robert Geiers Vorstellung. Da ist eine Frau, die brauche ich halt, die schicke ich erstmal zur Ausbildung und wenn die das dann kann, dann eröffne ich mit ihren Fähigkeiten ein Geschäft. Das würde man heute wahrscheinlich sehr kritisch kommentieren. Wir sind jetzt in der Zeit, die wir gestern bei Bernhard Wiesel auch kennengelernt haben. September 97 wurde Bernhard Wiesel nach Schweden verbannt oder wie auch immer. In genau dieser Zeit passiert auch etwas mit Robert Geier. Obwohl das Geschäft gut geht, wirft Robert Geier nach 6 Monaten alles hin. Vorgänge in der apostolischen Gemeinde in Dresden nötigten mich von dort fort. Der Apostel Krebs ließ durch seine Günstlinge im Jahr 1897 die Lehre verkündigen, er sei Christus im Fleisch geoffenbart und verlangte eine geradezu göttliche Verehrung. Hierzu ließ ich mich nicht bewegen. An Eifer für die wahre Lehre Christi hatte es mir nicht gefehlt, hatte ich doch außer in Dresden auch in Ebersbach und Alt- und Neugersdorf in der Oberlausitz Gemeinden gesammelt. Er hat wohl auch mehrere Gemeinden gegründet. Zumindest Neugersdorf ist ja auch eine sehr bekannte, später reformierte apostolische Gemeinde. Trotzdem galt ich, seitdem ich gegen die neue Lehre auftrat, als Ketzer, Rebell und schlechter Mensch. Diese Anschauung ließ sich auch meine Frau einimpfen. Ich legte daher mein Amt nieder, verkaufte das Geschäft in Loschwitz und zog nach Jena, um dort ein anderes Geschäft zu errichten und aus dessen Erträgnissen zu studieren. Seine Frau zog mit ihm. Also 1897, Bernhard Wiesel geht nach Schweden, Robert Geier geht nicht ganz so weit weg, aber er geht auch weg von der Gemeinde. Er ist offensichtlich mit seinen Positionen in der Minderheit, tritt wahrscheinlich ebenso wie Bernhard Wiesel gegen die Lehre vom neuen Licht, gegen diese Konzentration von Amt und Auftrag im letztendlich Einheitsvateramt auf und kann sich nicht durchsetzen. Nach Schröter siedelte Geier Anfang Oktober 1897 nach Jena über und eröffnete ein Delikatessengeschäft, also andere Branche. Er begann gleichzeitig dort Jura zu studieren. Eine im März 1898 geborene Tochter starb nach 8 Wochen und im Juli des Jahres verließ ihn seine Frau. Das Geschäft musste er wieder aufgeben. Er studierte ja, er hatte dann den Laden. Im gleichen Jahr zog er nach Lichtenhain bei Jena, lebte dann zeitweise von Unterstützung seines Vaters, bis er das Jurastudium im Sommer 1901 abbrach. Er wurde Rechtskonsulent. Das ist ein privater Rechtsberater ohne anwaltliche Vertretung vor Gericht. Der Beruf wurde 1935 abgeschafft.
stammte wohl sogar aus dem Mittelalter, wo es so eine Tradition gab von Leuten, die jemanden rechtlich beraten konnten, aber nicht vor Gericht vertreten. Also, ja, ein unabhängiger Berater sozusagen. Und das blieb er dann auch. Im Herbst 98 kam Robert Geier auch in Kontakt mit der altapostolischen Gemeinde unter ihrem Apostel Friedrich Strube aus Stapelburg und schloss sich ihr an. Das war eine Gruppierung, die sich ebenfalls in Opposition zu den Lehren von Apostel Krebs befand, wohl schon seit Ende der 1880er Jahre. Das ist sehr unklar, wann diese Gemeinschaft konkret entstand. Jedenfalls hatte sie Ende der 1890er Jahre um 1900 eine gewisse Zahl Gemeinden, ja, und bildete schon eine Opposition zur apostolischen Gemeinde, später der neuapostolischen Gemeinde. Diese Gemeinschaft zerfiel dann aber auch recht bald wieder. Robert Geier gründete dann eine Gemeinde der altapostolischen Gemeinde in Jena und Uhlstedt und erstellte dann im folgenden Herbst im Auftrag von Apostel Strube eine vereinfachte und gekürzte Form der Liturgie von 1864 zum Einsatz in diesen altapostolischen Gemeinden. Schröter schreibt, dass er sich auch intensiv mit der Geschichte der ACM und der KHG beschäftigte und nachweisbar wohl auch katholisch-apostolische Gottesdienste besuchte, zumindest in Plauen im Herbst 1899. Diese Liturgie ist interessant, gibt es auch bei uns online. Sie betont auf der einen Seite die liturgischen Traditionen der ACRM, aber sehr gekürzt. Es gibt ein Glaubensbekenntnis von 10 Artikeln, das ist wieder den neuapostolischen Recht vertraut und ähnelt aber inhaltlich dann schon dem, was wir aus der Zeit von Apostel Menkow so kennen. Vielfaches Amt und alles, was aus der Zeit eben apostolisch war, bevor die Reform des neuen Lichts kam. Bemerkenswert, und dazu kommen wir gleich noch, ist, dass die uns vorliegende Ausgabe das Vorwort von Robert Geier, was er für diese Liturgie geschrieben hat, nicht mehr enthält. Es gab also offenbar verschiedene Drucke und da hat man dann später Robert Geiers Text wieder entfernt. Die Liturgie ist aber in dieser altapostolischen Gemeinde noch weiter verwendet worden. Die letzte Gemeinde in Stapelburg selbst wird wohl Ende der 40er Jahre untergegangen sein. Am 24.12.1904 heiratete er Selma Martin. Beide hatten zwei Kinder, Lott und Ruth. Dieser Lott ist im Zweiten Weltkrieg gestorben und Ruth hat wohl später nach München geheiratet. Auch zu dieser Ehe kommen wir gleich noch. Anfang des 20. Jahrhunderts kam er in Kontakt mit der alten Hamburger Gemeinde, wenn man so sagen darf, der Restgemeinde der ACRM, die sich in dieser Zeit schon Allgemeine Apostolische Mission nannte. Robert Geier bemühte sich um eine Vereinigung dieser alten Gemeinde mit der altapostolischen Gemeinde des Apostels Strube. Und da hätte man erstmal denken können, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten im Glaubensverständnis, die Liturgien waren etwas anders und letztendlich scheiterte das auch. Dann trat Robert Geier mit einem signifikanten Teil der von ihm begründeten Jenaer Gemeinde zur altapostolischen Mission, zur allgemeinen apostolischen Mission in Hamburg über. Und in dieser Zeit sehen wir in den Quellen, gerade das, was wir so aus der Schweiz haben, vom Schweizerischen Diakonieverein Marco Bürgler, dass diese Gemeinde große Aktivitäten entfaltete. Hier ist ein Flugblatt abgebildet, ein allgemeiner apostolischer Pfingstkongress 1912 in Jena. Zweck war der Zusammenschluss der Gläubigen aller Konfessionen und die Wiederherstellung der einen heiligen, allgemeinen, urchristlich-apostolischen Kirche mit allen ihren ursprünglichen Ämtern, geistlichen Gaben und Gottesdiensten gemäß der unveränderten 12 Apostellehre. Und ich bin sicher, dass dieses Wort ungetüm direkt von Robert Geier stammt. Wir kommen auch langsam so dahin, eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was sein theologisches Anliegen war. Auf der einen Seite wollte er das apostolische Amt hochhalten und auf der anderen Seite war es ihm ein Anliegen, die Christen unter diesem apostolischen Amt zu vereinen. Eigentlich eine sehr katholisch-apostolische Position, mit aber jetzt in der Folge darzustellen, in manchmal etwas schrägen Wänden. 1913, für diese kleinen Gemeinschaften ist es ein Schlüsseljahr. In diesem Jahr wurde Robert Geier durch Jakob Westphalen, den alten Engelpropheten des US-amerikanischen Zweigs der ACM, zum Apostel für Amerika gerufen. Es gab einen Titus Kopisch, der zum Apostel für Deutschland berufen wurde. Das Foto links ist bei der Gelegenheit entstanden. Wir machen da einen kleinen Exkurs, denn ich glaube, hier wird es so speziell, dass es lohnt, nochmal zu schauen,
wie es dazu kam, dass die ACRM, die ursprüngliche Hamburger Gemeinde, eine US-amerikanische Zweiggemeinschaft hatte. Wir haben das im Rundbrief 3/2019 in Quellen genauer dokumentiert. Das ist also alles hier nicht meine Erarbeitung, sondern sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was wir aus Amerika bekommen haben. Ken Brown hat dann nämlich zusammengetragen. Dieser Jakob Westphalen begründete mit anderen Auswanderern aus dem Hamburger Bereich in den späten 1860er Jahren in Chicago eine wohl deutschsprachige apostolische Gemeinde und leitete sie als Priester und Vorsteher. 1864 wurde in Hamburg ja so ein Schwung von Aposteln berufen, darunter auch Heinrich Friedrich Hoppe aus der Hamburger ACRM, der 8 Jahre später dann in die USA auswanderte und dort die Leitung dieses amerikanischen Zweiges der ACRM übernahm. Als Name hatte diese Gemeinschaft wohl nach den uns zur Verfügung stehenden Quellen First General Apostolic Mission Church auf Chicago, Illinois. Da wird es dann irgendwann etwas unüberschaubar. Diese Gemeinde baute dann in der Folge eine Kirche in Chicago und hatte wohl einige Dutzend Personen Mitglieder aus dem Kreis der deutschen Auswanderer, auch der Hamburger Gemeinde. Wir wissen von einer weiteren Gemeinde in New York, die der Apostel Hoppe später aufbaute. Es ist auch die Rede von kleinen Stationen, die dazu noch existierten. Diese Gemeinschaft war ganz ähnlich gepolt wie die Hamburger ACRM. Sie hatte also die alte Liturgie, sie hatte Gewänder und sie hatte die gleichen Schwierigkeiten. Das Gebäude in Chicago wurde im Jahr 1909 wegen Baufälligkeit aufgegeben und in dieser Zeit scheint die Gemeinschaft langsam untergegangen zu sein. Wir finden keine personellen oder materiellen Kontinuitäten zwischen dieser Gemeinschaft und der späteren NRK USA. Das kann man sehr genau anhand der Mitgliederlisten und biografischen Forschungen nachvollziehen. Es ist also eine unabhängige Gemeinschaft, die in den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte und dann unterging. Nach dem wenigen, was wir über die Gemeinschaft wissen, blieb sie der Lehre der Hamburger Gemeinde treu, stand wohl auch weiter in brieflichen Kontakt mit Hamburg, nicht zuletzt durch die vielen Auswanderer von dort. Es gibt auch Berichte über einen Besuch des Apostels Hoppe in Schlesien 1889, als dort die Auseinandersetzungen zwischen ACRM und apostolischer Gemeinde tobten. Und da ging es darum, also waren mehrere Gemeinden im Raum Hirschberg, in welche Gemeinschaft gehen die denn jetzt? Bleiben die bei der Hamburger Gemeinde oder gehen sie quasi zur Gemeinschaft von Menkow, Schwarz und später Krebs über? Schließlich entschied sich dann der spätere Apostel Obst, mit diesen Gemeinden zur apostolischen Gemeinde überzugehen. Und sie gingen so der Hamburger Gemeinde verloren. Wir sehen, dass Hoppe noch in dieser Zeit offenbar intensiv an der Seite der ACRM, der Hamburger Gemeinde, arbeitete. Und er starb dann kurz darauf, 1903 in New York. Auch dort ging die Gemeinde wohl schnell unter. Und Jakob Westphalen, inzwischen Engelprophet, blieb mit der Chicagoer Westgemeinde zurück. Diese war ebenso apostellos wie die Hamburger Gemeinde, der AAM, nach dem Tod des Apostels Gödler im Jahr 1904. Also obwohl die beiden Gemeinschaften auf verschiedenen Kontinenten aktiv waren, hatten sie eigentlich ganz vergleichbare Probleme und sie hatten noch keinen Apostel mehr, über viele Jahre. 1913 sollte das Jahr sein, in dem für beide Gruppierungen wieder Apostel berufen werden, damit es wieder vorangehen konnte. Aber dieser Befreiungsschlag geht fehl. Beiden Gemeinschaften fehlten bis dahin natürlich die apostolische Handauflegung, Ordination und so weiter. Die letzten Amtsträger waren uralt und der Generationenwechsel hatte nicht funktioniert. Das ist das, was wir gerade im amerikanischen Raum so als Hauptursache für das Untergehen dieser Gruppe sehen. Da waren plötzlich keine jungen Leute mehr. Der Beginn des Ersten Weltkriegs dürfte wahrscheinlich die Gesamtlage verändert haben. Zumindest blieb Robert Geyer entgegen seiner Berufung für Amerika in Deutschland. Titoskopisch scheint sich mit ihm und der Gemeinschaft zerstritten zu haben und beide wurden vorerst nicht zu ihrem Amt ausgesondert. Sie waren prophetisch berufen durch Jakob Westphalen, aber sie waren nicht ausgesondert zu ihrem Amt, konnten also nicht aktiv werden. Das bewirkt letztendlich das finale Untergehen dieser Gemeinschaft. Wir haben aus dem Jahr 1918 noch so eine kleine Quelle. Anlässlich des 100. Geburtstags des Propheten Heinrich Geyer, des Älteren, eine kleine Biografie von seinem Enkel Johannes Geyer, Pastor zu Hamburg. Dieser Johannes Geyer schreibt dort, als allgemeine christlich-apostolische Mission existiert die Gemeinde noch heute 1918, doch hat sie mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und ihre Glanzperiode scheint vorüber zu sein. Das darf man wohl als Euphemismus verstehen. Also diese Gemeinschaft war kurz vor dem Untergang.
Würde Heinrich Geier heute noch unter uns leben und sehen, dass dieser Weg der Hamburger Gemeinde doch nicht zu dem Ziel geführt hat, das er für die Christenheit von Christus erhoffte, so würde er gewiss bereit sein, neue, zeitgemäßere Wege einzuschlagen und nichts unversucht zu lassen, um den Christus sehen zu gewinnen. Also dieser Enkel von Heinrich Geier schreibt auch, das, was sie da machen, ist gar nicht mehr zeitgemäß. Das ist völlig überholt. Robert Geier verzieht 1920 von Lichtenhain nach Hamburg und lebte seit dieser Zeit von seiner zweiten Frau getrennt. Genaueres wissen wir nicht, aber das ist dokumentiert. Die weiteren Quellen legen also nahe, dass wesentliche Teile der Hamburger Gemeinde in den frühen 20er Jahren in die Landeskirche zurückkehrten. Die Kapelle in Hamburg wurde verkauft und existiert heute nicht mehr. Auch die ACAM, also als Ursprungsgemeinde AAM, hört auf zu existieren. Es gibt noch eine sehr kleine Restgemeinde, die sich dann immer mehr zu Robert Geier hielt, immer mehr zu ihm verlagert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde tatsächlich dann Robert Geier nach all diesen Spaltungen, Auseinandersetzungen und dem ja, größtenteils Untergang der Hamburger Gemeinde als Apostel ausgesondert. Ob er immer noch Apostel für Amerika sein sollte, bleibt unklar. In der Folge kam es durch Robert Geier auch zu zahlreichen neuen Amtsberufungen und Auswanderungen. Und da wird es jetzt recht speziell. Wir hatten vorhin schon von diesem positiv formuliert ökumenischen Geist von Robert Geier gehört und von seinem Wortungetümen. Er gründet 1922 den Eucharistischen Samariterorden, der die Wiedervereinigung der getrennten christlichen Konfessionen zumindest wenigstens in kleinen Kreisen erreichen solle. Damit setzt auch eine Fülle von Umbenennungen der Gemeinden oder Teilen davon ein. Also in dieser sehr kleinen Gemeinschaft AAM fängt er an, so Teilgemeinschaften zu gründen, innere Zirkel und komplizierte Namen, vorsichtig ausgedrückt. Auch sehr hochkirchlich und sehr anspruchsvoll wirkende Namen, hinter denen sich aber allzu oft nicht mehr als eine Hausgemeinde verbirgt. Das ist ein Foto aus der Kapelle des Eucharistischen Samariterordens in Jena 1928. Ich finde ein ganz bezeichnendes Bild für die Zeit, deshalb zeige ich das auch gerne. Wir sehen hier drei sehr hochkirchlich gewandete Amtsträger. Ich denke, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Robert Geier in der Mitte steht. Und wir haben hier auf der rechten Seite vier Gemeindeglieder. Auf der linken Seite haben wir sieben Erwachsene und vier Kinder. Und vier noch fünf Kinder. Das dürfte dann auch die ganze Gemeinde in Jena gewesen sein. Tatsächlich ist eine Amerikareise von Robert Geier bezeugt. Nach all diesen Ereignissen und dann auch schon etwas hochkirchlich merkwürdig anmutenden Wendungen. Und von dieser Reise sind eine Menge Unterlagen bekannt. Unter anderem, mit welchem Schiff er fuhr, das ist der Schnelldampfer Deutschland 4, Foto von 1932, also etwas nach der Reise. Er reiste 1925 im November von Hamburg über Frankreich nach New York, 10 Tage war er unterwegs. Und das Ziel, die Idee war, ja die Reste der amerikanischen ACAM-Gemeinschaft zu besuchen. Das wissen wir auch deshalb, weil er als Kontaktperson in den USA den Freund, Standesbar Friend, Albert Westphalen, Crystal Lake, Illinois, angegeben hat. Das war der Sohn des Jakob Westphalen, der dort noch in hohem Alter lebte. Wir wissen aus diesen Daten, aus den Aufzeichnungen letztendlich der Einwanderungsbehörde auch seine Größe, seine Haarfarbe, dass seine Tochter Ruth Geier hieß, das wussten wir vorhin schon. Ihre Adresse ist da angegeben und die Länge des Aufenthalts 3 Monate. Das ist auch anderweitig bezeugt. Im Gegensatz zu anderen apostolischen Großamerika-Reisen der Zeit, wir haben gestern von Niehaus gehört, gibt es keine bekannten greifbaren Ergebnisse dieser Reise. Nichts, was mir zumindest zugänglich wäre. Wir gehen davon aus, dass Robert Geier einfach zu spät kam. Wäre er 1913 nach Amerika gegangen, hätte er womöglich, das zeigen andere Quellen, noch zumindest kleine Versammlungen vorfinden können. 1925 war es wahrscheinlich einfach zu spät, die Leute waren schon tot. Bereits 1924, ein Jahr vorher, kam Robert Geier in Kontakt mit Bischöfen der Gallikaner, also einer römisch-katholischen Splittergruppe, wenn ich das so sagen darf, die aber die apostolische Sukzession, also die Weihen in der Nachfolge der römischen Bischöfe, fortführten. Es gab da einen Priester, einen evangelischen Pfarrer, der das wohl vermittelt hat. Und schließlich wird dann der bereits berufene und auch
ausgesonderte Apostel Robert Geier 1925 durch diese Gallikaner erst zum Diakon und Priester und schließlich zum Bischof und Erzbischof geweiht. Das ist also eine Stelle, wo das apostolische und das römische, wenn ich das so sagen darf, Amtsverständnis in einer Person zusammenfallen. Er scheint sich dagegen, so schreibt es zumindest, eine Zeit lang bewährt zu haben. Die Idee ist aber, beide Amtsverständnisse wieder zu vereinen, zusammenzuführen und, wie er schreibt, den apostolischen Priestern und Bischöfen nach Kirchenrecht rechtsgültig die kanonische Sukzession zu erteilen. Er möchte also eigentlich der apostolischen Sache noch mehr Legitimation dadurch verleihen, dass er so eine Art Doppelweihe oder ein Doppelverständnis vornimmt. In jedem Fall findet man Robert Geier in den gängigen Nachschlagewerken über römisch-katholische Vagantenbischöfe, also Bischöfe, die zwar nicht in Einheit mit der römischen Kirche stehen, deren Weihe aber zumindest in Anlehnung an das Verständnis der römischen Kirche vorgenommen wurde. Also dieser Robert Geier taucht da plötzlich an ganz anderer Stelle in der katholischen Fachliteratur auf. Er hat mindestens 5 Personen zu Bischöfen geweiht. Ob die Weihereihenfolge, die Robert Geier selbst in Anspruch genommen hat, tatsächlich aus römischer Sicht gültig war, wird heute sehr stark angezweifelt. Aber zumindest finden sich dann 5 Personen aus seiner Gemeinschaft und aus dem Schweizerischen Diakonieverein in der Liste der Bischöfe, die er ordiniert hat. Außerdem wurden auch weiterhin Apostel berufen und ausgesondert. In den 20er Jahren und später scheint es noch einige kleine Gemeindegründungen gegeben zu haben, womöglich auch Wechsel aus anderen apostolischen Gemeinschaften. Die Zahl von 800 Mitgliedern wird aber nicht wirklich überschritten nach Schröter. Ich halte das auch schon für recht hoch. Das wesentliche theologische Merkmal der Gemeinschaft dürfte die Annahme hochkirchlicher Bischofsweihen parallel zur Weiterführung apostolischer Amtsstrukturen gewesen sein. Man nutzte wohl die Liturgie der ACRM in der Ausgabe von 1894. Die Hamburger hatten nach 64 noch eine zweite Auflage 1894 vornehmen lassen, wohl bearbeitet vom Propheten Heinrich Geier. Und diese Liturgie wurde in der Hamburger Gemeinde weiter genutzt und dann wohl auch in der ARM. Die theologischen Spannungen zwischen dem katholischen Sukzessionsverständnis und der apostolischen Amtsvollmacht sorgten offenbar fortgesetzt für Unruhe. Wir haben gerade schon etwas mit Mühe erklärt, was sein Grund war, dieses Konzept einzuführen. Und auch die Gemeindeglieder damals hatten große Probleme, dieses Konzept zu akzeptieren oder das zu verstehen, was das denn jetzt werden sollte. Sie legten aber auch die Grundlage für ein weitergefasstes Amts- und Sendungsverständnis. Es ermöglichte auch Christen außerhalb der apostolischen Tradition in ein gemeinsames Werk einzubinden. Der Schweizerische Diakonieverein ist ja eher am Rand dieser Tradition. Die haben zwar viel von den katholisch-apostolischen gezogen, sind aber selbst nicht wirklich aus der apostolischen. In jedem Fall, bei allen großen Ansprüchen und großen Vorstellungen und Wünschen war das eine sehr kleine Gemeinschaft. Wir sehen hier die Hamburger Kapelle im Jahr 1935. Das ist noch eine Ecke kleiner als das, was wir gerade von Jena gesehen haben. Man erkennt hier vorne eine Bank, dann den Engelsthron, hier so einen eingebauten Altar, offenbar in einer Wohnung, in einem Wohnraum oder so. Unten sind offenbar 2 Bibeln zu erkennen. Also das wird schon eher improvisiert. Es ist zwar liebevoll gemacht, aber eben alles sehr, sehr klein und beschaulich. Wir kennen aus dem Jahr 1944 ein Flugblatt, das sich an die katholisch-apostolischen richtet. Es gibt eine ausführliche geschichtliche Darstellung darin und auch eine Rechtfertigung der ACRM-Geschichte bis hin zur Rufung von Robert Geier als Apostel. Das heißt, die Berufungen, die in der Hamburger Gemeinde geschehen sind, von Bechmann und Hoppe, sogar dann in der Konsequenz auch von Schwarz und vielleicht sogar von Menkow werden er gerechtfertigt, bis hin zu seiner eigenen Berufung. Von den Neuapostolischen distanziert er sich aber ganz stark darin. Zum Selbstverständnis der katholisch-apostolischen und der ARM sagt er, die Gläubigen in den katholisch-apostolischen Gemeinden würden in die Landeskirche hineingepredigt, aus denen doch die Voreltern unter größten persönlichen Schwierigkeiten und Opfern den Weg zur katholisch-apostolischen Gemeinde gefunden haben. Er stellt sich also sozusagen als exklusiver und radikalerer Apostolischer vor und wendet sich gegen liberalere Tendenzen in den eigentlich nicht so liberalen katholisch-apostolischen Gemeinden. Erfolg war dem wohl auch nicht beschieden. Dafür war das zu kreuz und quer.
Es gibt noch so einen Brief an den Apostel Gaidis, der aus der neuapostolischen Gemeinde stammte und in Essen eine unabhängige Gemeinde unterhielt. Mit dem war wohl auch eine Verständigung angedacht. Und Robert Geier schreibt ihm 1957, wer apostolisch sein will und in Wirklichkeit ist, der muss anerkennen und von Herzen glauben, dass die 12 Apostel der KAG vom Heiland durch den Heiligen Geist selbst belehrt worden sind und dass aus dieser Lehre nichts gestrichen werden darf. Wer ein apostolisches Kirchenamt nach Gottes Willen führen will, der muss nachweisen können, dass er auf dieselbe Weise wie die genannten Engländer in der Ordnung dieser ersten wiederhergestellten Kirche unter Propheten zum Heiligen Amt berufen ist. Also Berufung durch Weissagung, wichtiger Punkt für ihn. Neuapostolische Ämterübertragungen kommen als göttliche Berufung nicht in Frage, denn die Neuapostolischen sind nach einem Aufruhr in der apostolischen Kirche als Feinde der alten Kirche gebrandmarkt worden. Und das ist eine Position, die wahrscheinlich weder von den Neuapostolischen noch von den Katholisch-Apostolischen noch von irgendeiner anderen apostolischen Gruppe in dieser Präzision und Schärfe geteilt worden wäre. Das war seine Position. Es kam nicht mehr zu einer Verständigung mit Eduard Geidis oder anderen apostolischen Gemeinschaften, denn er verstarb am 9. Oktober 1957 in Cambon. Das Foto zeigt ihn. Er hat dafür offenbar dann auch gesessen und sich so fotografieren lassen im Ornat des Erzbischofs. Er hatte den Weihenamen Barnabas angenommen. Ich meine, das hätte auch so auf seinem Grabstein gestanden. Also ein ganz besonderer Charakter. Mit seinem Tod geht auch die AM als Gemeinschaft unter. Es gibt noch einzelne Gemeinden, die weiter bestehen. Es gibt heute auch noch Gemeinschaften, die ein bisschen aus der Tradition dieser AM ziehen. Aber die Gemeinschaft als solches ging dann wahrscheinlich so in den 70er Jahren unter. Fazit. Man kann zwischen den beiden vorgestellten Gründervätern gestern und heute gewisse Ähnlichkeiten entdecken. Robert Geier und Bernhard Wiesel kamen jeweils aus bescheidenen Verhältnissen. In der Theologie sahen sie ihre Berufung und vielleicht ihre Aufstiegsmöglichkeit. Ihr Leben wurde gründlich durcheinandergebracht, als sie in jugendlichen Jahren die apostolische Gemeinde kennenlernten. Hier spielte Greiz eine besondere Rolle. Nach anfänglicher Begeisterung über die neue Lehre und der intensiven und weitgehend unabhängigen Arbeit im Bereich Gemeindegründung stieß sie die Lehre vom neuen Licht ab. Ihre Kritik konnten sie nicht durchsetzen. Beide wandten sich ab. Und die apostolische Gemeinde verlor theologisch durchaus fähige Leute. Zu anderen Zeiten hätten sie in der apostolischen Gemeinde vielleicht Großes bewirken können. Ja, und das, was ich gerne immer mal drunter schreibe, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Die apostolische Welt ist bunt und war es wohl schon immer. Und wenn man das hätte beweisen müssen, dann kann man sich die Gründerväter genau dieser Gemeinde hier anschauen. Das war's. Du hast gesagt, er hätte noch mehrere Apostel und so gerufen. Jetzt war das CAAM ja schon selber sehr klein, unter 800 Leute und wohl nicht viele Gemeinden. Für wo hat er denn die Apostel da hergenommen und wer hat ihn selber denn überhaupt dann ausgesondert, nachdem er ja schon berufen worden war, aber erst später dann eingesetzt wurde? Die Einsetzung erforderte nicht die Anwesenheit von Aposteln. Das war ähnlich wie in der KAG, wo ja 835 die Einsetzung auch durch die Enge der Gemeinden erfolgt. Es gibt ein paar Namen, die einem begegnen bei diesem Thema des Apostelamtes, Hess, Schelker und auch die Familie Edel, von der ja viele auch gerne Manuskripte und KAG-Nachdrucke gekauft haben, ohne zu wissen, dass die einen ganz starken Hintergrund in der AM haben. Aber tatsächlich war es so, dass von den Gemeindeanzahlen, den Mitgliederanzahlen her, aus der Sicht anderer apostolischer Gemeinschaften wohl da jetzt nicht noch ein Apostel nötig gewesen. Aber es gab eben Weissagungen und das, was dann kam, wurde größtenteils befolgt und führte dazu, dass es da eben eine auch gewisse Ämterhäufung gab. Ich glaube, dass man da noch ganz viel erforschen und ganz viel schreiben kann, aber die wenigen Nachfolgegruppierungen und so angelehnten Gemeinschaften sind eigentlich sehr zurückhaltend, was Quellen angeht. Deshalb, kommen wir im Prinzip bis zu dem, was Schröter erforscht hat, und noch ein wenig weiter durch das Schweizerische Archiv des Diakonievereins und dann hört es auf. Ja, wahrscheinlich haben die auch nicht viel. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, eine kleine, dann am Ende doch sehr verschlossene Gruppierung, trotz großen ökumenischen Anspruchs, die so für sich lebte und wo eben nach außen hin wenig